Nachdem es am vorletzten Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison auf Schalke zu minutenlangen Auseinandersetzungen am und um den Frankfurter Gästeblock kam, sollte die Polizei Gelsenkirchen am gestrigen Nachmittag mit einer Hiobsbotschaft herauskommen. Bei über 143 ermittelten Tatverdächtigen veröffentlichte die Staatsmacht gestern eine Großfahndung nach 69 weiteren Personen, die im Umfang der Ermittlungen noch nicht identifiziert werden konnten. Der Knaller dabei: Zu jeder einzelnen Person veröffentlichte die Polizei im Internet mindestens 3, manchmal auch 6 Fotos, um nach dieser zu fahnden und sie öffentlich an den Pranger zu stellen. Zitat Polizei Gelsenkirchen: Unmittelbar nach Abpfiff der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt im Mai 2023 kam es zu erheblichen Ausschreitungen. Bei den Ausschreitungen sind seinerzeit eine Mitarbeiterin des DRK und mehrere Polizeibeamte leicht verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Polizei erlitten mindestens 18 weitere zumeist unbeteiligte Zuschauerinnen und Zuschauer Verletzungen. Ein Mann und eine Frau wurden so schwer verletzt, dass sie stationär in Krankenhäusern aufgenommen und an den Folgetagen operiert werden mussten. All diese Vorfälle sind dokumentiert worden. Die Polizei Gelsenkirchen hat im Anschluss an die Taten eine Ermittlungskommission eingerichtet, die in den vergangenen Monaten akribisch umfangreiches Videomaterial ausgewertet hat, um Straftaten aufzuklären und Tatverdächtige zu ermitteln. Bisher konnten so insgesamt 212 Verfahren eingeleitet werden, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Durch die bisherigen Ermittlungen konnten insgesamt 143 Tatverdächtige identifiziert und entsprechende Strafverfahren eingeleitet werden. Auch Fußballspiele sind kein rechtsfreier Raum. Wer offenkundig mit Vorsatz andere Personen angreift und sogar verletzt, muss mit Strafverfolgung rechnen. Wir tun alles, um solche Taten aufzuklären und zur Anzeige zu bringen. Neben der Verfolgung von Straftaten ist die Polizei auch gefahrenabwehrend tätig. In Zusammenhang mit den Ausschreitungen kurz vor dem damaligen DFB-Pokalfinale mit Beteiligung der Frankfurter Eintracht sind darüber hinaus durch die Polizei Gelsenkirchen zeitnah gegen 25 Personen bundesweite Stadionverbote angeregt worden, wobei dem in 23 Fällen gefolgt worden ist und die entsprechenden Stadionverbote ausgesprochen wurden. Die Polizei Gelsenkirchen wird hier nach Abschluss der jeweiligen Ermittlungsverfahren auch weiterhin präventiv Stadionverbote gegen die ermittelten Tatverdächtigen der Frankfurter und Schalker Fanszene anregen. Anhand der bei den Ausschreitungen gesicherten Videoaufnahmen werden nun weitere 69 bisher unbekannte Personen gesucht. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht Essen nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen die Veröffentlichung von Bildern dieser Personen angeordnet. Zitat Königsblaue Hilfe: Die Ermittlungskommission VW der Polizei Gelsenkirchen hat eine in dieser Größenordnung nie dagewesene Öffentlichkeitsfahndung zur Ermittlung Tatverdächtiger im Rahmen des Frankfurt-Heimspiels der letzten Saison gestartet. Dabei werden 69 Personen aufgrund des einfachen Vorwurfs des Haus- und Landfriedensbruchs in der Öffentlichkeit vorverurteilt. Die Boulevardpresse ist bereits auf den Zug der Polizei aufgesprungen und verbreitet Teile der Fahndungsbilder unzensiert. Solltest du von der Öffentlichkeitsfahndung betroffen sein, melde dich nicht direkt bei der Polizei. Kontaktiere uns über unsere Kontaktmöglichkeiten, wir helfen weiter. Diese Massenfahndung aufgrund des schnell konstruierten Vorwurfs des Landfriedensbruchs stellt für uns eine neue Qualität polizeilicher Repression dar. Die Schrauben werden angesichts der EM im Sommer enger gedreht. Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme darf zumindest stark angezweifelt werden.